In diesem Video soll es darum gehen, wie man Graphen streckt und wie dann sich die Funktionsvorschrift ändert, wenn man den Graphen streckt in y-Richtung. Schauen wir uns das Beispiel an. F von x gleich x plus 1 in Klammern zum Quadrat. Ihr könnt euch jetzt ja mal überlegen, wie der Graph von dieser Funktion aussehen muss. Also es ist ja eine Parabel wegen dem Quadrat. Und es ist eine Normalparabel, die eben entsprechend verschoben ist. Und zwar um minus 1 in x-Richtung. Ja? Denkt nochmal dran, beim Verschieben in x-Richtung muss man umdenken. Plus 1 bedeutet hier in dem Fall um minus 1 verschoben in x-Richtung. Und jetzt wollen wir den um den Streckfaktor 1/2 strecken. Dann sieht der so aus. Ich erkläre auch mal ganz kurz, wie das mit dem Strecken funktioniert. Wenn ich mir zum Beispiel hier anschaue, bei 1 den Funktionswert, dann habe ich ja hier den Funktionswert 4. Ja, zu 1 gehört die 4. Wenn ich jetzt den Streckfaktor 1/2 nehme, dann bedeutet das, alle y-Werte von den Punkten werden halbiert. Die x-Werte bleiben gleich, aber die y-Werte werden halbiert. Entsprechend ist hier eine 2 zu finden. Ja? Also quasi, wenn ich hier überall so Linien reinmalen würde, dann würden deren Längen halbiert werden. Das heißt, für die Funktionsvorschrift von dieser Funktion bedeutet es, ich muss den Funktionswert f von x halbieren jeweils. Das bedeutet, g von x ist nichts anderes als 1/2 mal f von x. Ja, weil der x-Wert bleibt ja gleich, der ändert sich nicht, aber der y-Wert wird halbiert, wenn ich den Streckfaktor 1/2 nehme. Und in unserem Fall wäre es dann einfach 1/2 mal x plus 1 in Klammern zum Quadrat. Wie lautet also die Regel beim Strecken in y-Richtung? Entsteht der Graph von g durch Strecken des Graphs von f in y-Richtung mit dem Streckfaktor a, dann gilt g von x ist gleich a mal f von x. Ja, das ist nicht so schwer. Also Strecken mit Streckfaktor a in y-Richtung ist einfach den Funktionswert mit a multiplizieren. Jetzt schauen wir uns an, also nochmal unser Beispiel, f von x gleich x plus 1 in Klammern zum Quadrat. Jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn der Streckfaktor negativ ist. Also wenn ich zum Beispiel g von x gleich minus 1/2 mal f von x betrachte, dann habe ich in dem Fall minus 1/2 mal in Klammern auf x plus 1 im Quadrat. Für den Graphen bedeutet das Folgendes. Der sieht jetzt so aus. Das Strecken um 1/2 hat stattgefunden, aber durch das Minus spiegel ich noch an der x-Achse. Ja? Also wenn ihr euch überlegt, vorher sah der ja ungefähr so aus, der Graph. Bei dem 1/2 mal in Klammern x plus 1 zum Quadrat. Und durch das Minus ändert sich aber bei jedem y-Wert quasi das Vorzeichen. Das heißt, der wird einfach auf die andere Seite von der x-Achse, der Punkt wird auf die andere Seite von der x-Achse geworfen. Das bedeutet, ein negativer Streckfaktor bewirkt eine Spiegelung an der x-Achse. Also Streckfaktor minus 1/2 bedeutet Strecken mit Streckfaktor 1/2 und Spiegeln an der x-Achse. So, jetzt schauen wir uns noch an, wie sich das Strecken in y-Richtung mit dem Verschieben in y-Richtung verträgt. Dazu schauen wir uns an, was passiert, wenn wir einmal zuerst strecken, und zwar in unserem Beispiel jetzt mit Streckfaktor 2. Die entstehende Funktion g hat dann die Funktionsvorschrift g von x gleich 2 mal f von x, also 2 mal in Klammern x plus 1 zum Quadrat. Nach unserem Strecken verschieben wir jetzt. Wir verschieben jetzt in y-Richtung um 3. Bedeutet einfach, die neue Funktion h von x ist gleich g von x plus 3. Ja, auf die Funktionswerte wird einfach 3 addiert. Das heißt, insgesamt bekommen wir dann die Funktionsvorschrift 2 mal in Klammern x plus 1 zum Quadrat plus 3. Jetzt machen wir das Ganze andersrum. Das heißt, wir verschieben zuerst in y-Richtung um 3. Dann kriegen wir die Funktion g von x gleich f von x plus 3. Das wäre also in Klammern x plus 1 zum Quadrat plus 3. Jetzt strecken wir in y-Richtung mit dem Streckfaktor 2.
Das bedeutet, die neue Funktion h hängt mit g folgendermaßen zusammen. Ich muss einfach die Funktionswert von g verdoppeln, also 2 mal g von x. Achtung! Wenn ich den kompletten Funktionswert verdoppeln muss, muss ich das hier komplett verdoppeln. Deshalb muss das in eine Klammer. Also 2 mal Klammer auf und dann den Funktionswert von g von x reinschreiben. Wenn ich diese Klammer auflöse, bekomme ich in die Funktionsvorschrift 2 mal in Klammern x plus 1 zum Quadrat plus 6. Man beachte etwas ganz anderes als hier. Das bedeutet, es ist nicht egal, ob ich zuerst strecke und dann verschiebe oder zuerst verschiebe und dann strecke. Wenn ihr jetzt andersrum eine Funktion gegeben bekommt, ja, also zum Beispiel die hier oder die hier, und gefragt werdet, ja, wie ist der denn aus der anderen Funktion, in dem Fall zum Beispiel jetzt das f, hervorgegangen, dann empfiehlt es sich immer zuerst zu strecken, ja, weil das könnt ihr dann hier sehr schön ablesen. Ihr könnt hier sehr schön ablesen, ah, okay, ich muss zuerst um 2 strecken und dann um 3 verschieben in y-Richtung jeweils. Wenn ihr jetzt zum Beispiel gefragt werden würdet, wie ist diese Funktion aus der Normalparabel entstanden, dann würdet ihr sagen, okay, die ist um 2 gestreckt worden in y-Richtung und anschließend um minus 1 in x-Richtung verschoben und um 3 in y-Richtung verschoben. Also immer strecken zuerst, verschieben zuletzt. Wie ist es bei der Funktion? Ich kann sie auf diese Weise erzeugen. Ich kann sie aber auch mit Hilfe von so einem Schema erzeugen, indem ich sage, naja, also die Funktion f wurde um 2 in y-Richtung gestreckt und dann um 6 in y-Richtung verschoben. Also dieser Weg geht immer und der lässt sich am einfachsten von der neuen Funktionsvorschrift ablesen, also wenn ihr zwei vergleichen müsst.